Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Wir haben für Sie den Tag der Lehre in der Salzburger besucht. Wir zeigen Ihnen die schönsten Weihnachtsmärkte in Stadt und Land Salzburg und auch heute gibt es einen Energiespartipp für Sie. Mitte November gab es den sogenannten Tag der Lehre in der Salzburger AG. Bei diesem Aktionstag bieten wir jungen Salzburgerinnen und Salzburgern die Gelegenheit, sich das Unternehmen etwas genauer anzusehen und sich über die verschiedensten Lehrberufe zu informieren. Grüß euch, ich bin der Franzl Daniel. Ich bin in der Salzburger AG jetzt im vierten Lehrjahr und mache Ausbildung zum Anlagen- und Betriebstechniker und Maschinenbautechniker. Wir haben da heute bei uns in der Firma einen siebten Tag der Lehre und was man alles erleben kann, das zeige ich euch jetzt. Kommt einmal mit. Grüß euch. So, wir sind jetzt in der Lehrwerkstätte der Salzburger AG und da haben wir gleich unseren ersten Interviewpartner, an Herrn Erich Reithofer. Herr Reithofer, Tag der Lehre, was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist für uns Salzburger AG ganz ein wichtiger Termin, nämlich wir müssen neue Lehrlinge rekrutieren, wir brauchen Nachwuchs. Um die besten Köpfe des Landes Salzburg zu bekommen, machen wir unsere Türen ganz weit auf und damit sich auch diese Jugend informieren kann, gut informieren kann über die vielen Lehrberufe, die es in der Salzburger AG gibt. Christian, kannst du uns da ein bisschen was über die Lehre in dem Unternehmen erzählen? Also die Lehre war für mich eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Ich habe Maschinenbautechnik und Elektrotechnik gelernt. Vom Kraftwerk bis zur Leittechnik waren da meine Hauptaufgaben, was ich gehabt habe. Und auch in der Persönlichkeitsentwicklung hat man schon immer wieder geschaut, dass wir gefördert worden sind, Rhetorikkurse, aber auch die Weihnachtsfeier haben wir damals selber organisieren dürfen. Es war eine spannende Zeit. Möchte ich nicht missen. Wir sind jetzt in der Metallwerkstätte der Salzburger AG. Darin findet ein wichtiger Teil der Ausbildung statt. Man lernt die Handhabung mit Metall, die grundlegende Bearbeitung, Fräsen, Stanzen, Schneiden, Bohren und natürlich auch Schwarzen von Konstruktionen. Die Lehre ist voll klasse. Du hast die verschiedensten Sachen, du kommst in die verschiedensten Bereiche und du wirst nämlich auch nicht nur technisch gebildet, sondern du wirst auch sozial gebildet durch die ganzen Seminare und Termine, die wir haben. Und ich bin froh, dass ich in die Salzburger gekommen bin und würde auch gerne bleiben. Wir haben jetzt noch unseren Vorstand, Herrn Dr. Leonhard Schitter bei uns. Herr Schitter, der Tag der Lehre in der Salzburger AG, was bedeutet der für das Unternehmen? Das Unternehmen bedeutet es unglaublich viel, weil das gesamte Unternehmen sich hier präsentieren kann und vor allen Dingen mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bedanke mich, dass ihr da so zur Verfügung steht, weil ihr damit auch zeigt, was das bedeutet, eine Karriere in der Salzburger AG einzuschlagen. Und das bedeutet ja sehr viel, wenn man wirklich mit Lehre Karriere in diesem Unternehmen machen kann. Daher ist dieser Tag der Lehre unglaublich wertvoll für uns. Aber es ist nicht nur ein Tag der Lehre, sondern es ist auch ein Tag der Präsentation der Fähigkeiten und des Könnens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben da jetzt noch frisch vom Osten aber einen Jakob Nindl, der macht bei uns eine Lehre als Energietechniker und Maschinenbautechniker. Jakob, warum hast du dich für die Lehre in dem Unternehmen entschieden und wieso würdest du es deine Freunde weiterempfehlen? Ja, also ich finde, dass die Lehre in der Salzburg eine super Möglichkeit ist, weil man dann, wenn man ausgeliehen ist, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeit hat an der Firma. Und auch die Lehre, man wird top ausgebildet in dem Betrieb. Und mir taugt das einfach da auf dem Osten am Freien, also so einmal umkommen. Jetzt beginnt die romantische Zeit hier bei uns in Salzburg. Die Weihnachtsmärkte haben schon wieder geöffnet und laden zum Flanieren ein. Wir machen jetzt einen Streifzug durch das Bundesland Salzburg und beginnen gleich am Wolfgangsee. Wir kommen zu Beginn unserer Reise gleich ins Salzkammergut. Dort bringt sie die Wolfgangsee-Schifffahrt von einem Adventmarkt zum anderen. Advent wie damals ist das Motto am Wolfgangsee und angefahren werden St. Gilgen, Strobel und natürlich St. Wolfgang. In St. Wolfgang können Sie die einzigartige Salzkammergutkrippe mit über 70 lebensgroßen Figuren im Pfarrgarten besuchen. Weiters gibt es unter anderem ein Engelpostamt und Waisenbläser.
und wer hoch hinaus will, der fährt mit der Schafbergbahn bis zur Dornalpe in 1015 Metern Seehöhe. Als Punschhütte dient ein weihnachtlich geschmückter Waggon der Schafbergbahn. Nostalgische Dampf- und Dieselzugfahrten gibt es im Pinzgau. Die Pinzgauer Lokalbahn bringt Sie mit romantischen Fahrten durch die wunderbare Landschaft des Oberpinzgaus. Alle Mottofahrten und Abfahrtszeiten von Nikolaus über den Christkindl und Winterdampfzug finden Sie auf unserer Website, nämlich der Website der Pinzgauer Lokalbahn. Vom Pinzgau jetzt in die Stadt Salzburg. Der Obus bringt Sie mitten in die Salzburger Altstadt zum Salzburger Christkindlmarkt. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist der größte und älteste Adventmarkt Salzburgs. Die Wurzeln des ehemaligen Tandelmarkts gehen ins 15. Jahrhundert zurück. In seiner heutigen Form gibt es den Markt seit 1974. Die Besucher erwartet ein fein abgestimmtes Angebot an Kunsthandwerk, Spielsachen, weihnachtlichen Geschenksideen und kulinarischen Gaumenfreuden. Und wem das noch nicht genug ist, der kann mit der Festungsbahn auf die Festung Hohen Salzburg fahren. Dort gibt es heuer den Adventmarkt im Burghof mit einer fantastischen Aussicht auf die Stadt Salzburg. Von der Festung können Sie über den Mönchsberg spazieren und mit dem Mönchsbergaufzug wieder runterfahren. Mit dem Aalbus der Linie 25 kommen Sie ohne Parkplatzprobleme nach Hellbrunn. Zur Adventszeit entsteht hier ein Märchenwald aus über 400 Nadelbäumen, geschmückt mit 13.000 roten Kugeln und Lichterketten. Kunsthandwerk, originelle Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten erwartet die Besucher an den liebevoll dekorierten Ständen. Mit dem Aalbus kommen Sie aber auch bis zum Adventmarkt in St. Leonhard, zum Bauern-Adventmarkt in Glaneck, aber auch zum besinnlichen Advent beim Guckenthaler Kirchall. Wir bleiben auch gleich im Flachgau. Mit der Lokalbahn geht es vom Salzburger Hauptbahnhof nach Oberndorf. Beim Weihnachtsmarkt in Oberndorf steht das weltberühmte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, das vor 200 Jahren in Oberndorf erstmals gesungen wurde, im Mittelpunkt. Der Weihnachtsmarkt am Stille-Nacht-Platz, direkt vor der Stille-Nacht-Kapelle, zieht mit seinen liebevoll dekorierten Ständen Gäste aus nah und fern an. Alle Informationen und wie Sie mit der Salzburg zu den Adventmärkten anreisen können, finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. In den letzten Wochen vor Weihnachten gibt es wieder die Aktion Christbaum ist gleich Obus-Ticket. Wenn Sie also mit einem Christbaum im Gepäck unterwegs sind, fahren Sie wie jedes Jahr gratis mit dem Obus. Und wir machen jetzt einen kurzen Themenwechsel und stellen Ihnen einen weiteren Lehrberuf in der Salzburger AG vor. Die Salzburger AG hat schnelles Internet und Kabel-TV. Dass das auch so bleibt, dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling. Und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Moin. Wie geht's da? Ja, mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrbüro? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Beruf an vorderster Front dabei und wirken voll mit, dass das Internet allweil schneller wird. Wie geht's dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir ja voll gut. Und ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört? Ja, wir haben eine Lehrwerkstätte gekriegt. Die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereiten sie unsere Lehrlingsausbildung auf optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir. Okay? Ciao. Ciao, für dich.
Von den Lehrberufen in der Salzburger AG wechseln wir jetzt in die eigenen vier Wände. Meine Kollegin Lisa Reischl hat auch heute wieder einen Energiespartipp für Sie. Der Geschirrspüler ist eines der Geräte, die fast jeden Tag im Betrieb sind. Besonders hier können Sie sparen. Wie? Das zeige ich Ihnen jetzt. Das Wichtigste beim Geschirrspüler ist es, ihn immer optimal einzuräumen. Das heißt nicht zu viel, also nicht übereinander stapeln, aber auch nicht halb leer einschalten. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass man immer das Energiesparprogramm verwendet. Das dauert zwar länger, spart aber bis zu 15% an Energie. Außerdem bei einem Neukauf immer auf die Energieeffizienzklasse achten. A++++ ist zurzeit das Beste. Das war auch schon wieder das Salzburger AG-Magazin. Die nächste Sendung, die startet dann am 13. Dezember. Und bitte schön nicht vergessen, jetzt gibt es für Kunden der Salzburger AG wieder die Freitage für Strom, Erdgas und auch Internet. Wie Sie zu maximal 20 Freitagen kommen, das zeigen wir dann auf unserer Website unter salzburg-ag.at.